Hallihallo, Hallöchen und Servus. Da sind wir wieder. Genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind gerade unterwegs zum Schlachtschiff Hood. Robin Hood oder so. In den Dublin-Sektor. Jo, schauen wir mal, wie es uns dabei ergeht. Das ist das Schöne in die Trade Lines. Da tut man 40 Kilo Lichtmeter, keine Ahnung, in sehr kurzer Zeit zurücklegen. Also wie gesagt, falls mal irgendwie das Video per Zufall entdecken sollte und weiß für was das die K-Einheit da stehen soll, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was das da für Einheit sein soll. Tja, es sind mir keine Gegner da, das ist ja mal schön. Ui! Hallo! Ich komme von rechts, nur zur Info. Dann war ja nicht was von vor. Achso, warte mal. Ah! England! Gut, dann haben die Vorrang gehabt. Ja, wahrscheinlich gibt es da links Flugverkehr im Weltraum. Ja, ist da auch ruhig. Oh Gott, da ist überhaupt nichts ruhig. So, ein schnelles Docking-Manöver. So, ich kann leider kein Barrel rollen mehr, außer diesen Ausweich. Flug kann ich nicht. Ja, ui. Ciao! Das war echt super, wenn man so wie in Star Fox einfach eine Rolle machen kann zur Seite. So, und jetzt? Wo geht's da jetzt eigentlich hin? Dublin! Aha, na, sind wir eh gleich da. Hoffe ich halt. Nicht, dass wir wieder so eine Überraschung haben wie bei einem der letzten Male. Wir fliegen durch das Tor und... Überraschung! Lauter aggressive Fuzis, die dir den Tod wünschen. Und der Schutzschild so schnell weggesaugt haben, dass so schnell kann man gar nicht schauen. Hey, wir haben es geschafft. Und dann schauen wir mal, was uns in Dublin erwartet. Gut, da sind schon wieder die depperten Mollis. Ja. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ich bin schon weg.
das an. Verzieren Sie sich. Sehr gut. Boah, das war jetzt knapp, aber zum Glück haben die jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Wobei die Korsaren, deren Schiffe, die sind schon... Die haben eigentlich mehr Schmackes. Sag mal, wo fliegen wir da eigentlich hin? Irgendwo ins... Sag mal, gibt's in Dublin überhaupt irgendwas? Na, da gibt's so gut wie gar nichts. Sag mal, schlaue Listen irgendwas? Dublin. New York. Jo. E6. CD 5 bis 6 müsste es was geben. Gut, wenn wir nicht gleich umgebracht werden oder irgendwas, könnten wir uns das ansehen. Ja, ich sollte mal auf Docken umschalten, weil ja, da sind schon wieder Feinde. Das sind Feinde. Oh! Ja, brichst du ihn durch? Ich hab schon andere Geschütze, brichst du wahnsinnig. Kasaken, Korsaren heißen die. Prophylaktisch schießt man nur drauf, ne? In der Bar mit irgendwem treffen. Ich suche einen Mann namens Dexter Hovis. Kennen Sie ihn? Dexter Hovis. Hä? Ist das auch einen gewesen? Sind Sie Hovis? Ich bin Hovis. Ich bin ein Freund von Quintain. Sie arbeiten doch gelegentlich für ihn. Ich habe... Weißt du, ich würde ja gern den ganzen Tag mit dir quatschen, Bretonianer, aber ich rede nur mit Rennpiloten. Außer natürlich, du bist ein Rennpilot und suchst eine Herausforderung. Wie mich vielleicht. Dann rede ich den ganzen Tag mit dir. Falls du dann noch lebst. Es ist schwer, Leute zu finden, die gegen mich antreten. Also, wie steht's, Kleiner? Ich werde jetzt nicht wirklich viel Chancen haben, dass ich was anderes mache. Wichtige Information über das Artefakt. Abgemacht. Gut, wir treffen uns draußen. Starten, wenn Sie bzw. Ihr Schiff startet. Ja, meine Lieben. Wir haben in der Zwischenzeit die schwere Schubdüse eingebaut. Und ja, jetzt zum gefühlten 500. Neue fliege des Rennen. Ich hoffe, dass ich jetzt am Schluss nicht wieder gegen irgendeinen Ring fliege und dort durch verliere. Es ist lästig. Ich werde rennen und das ist der Preis für Fairness. Ja. Mhm. Unbedingt, wir müssen durch Ringe durchfliegen, wie in Superman 64 heißt. Und das Rennen ist genauso nervig.
Wenn du es versaust oder kneist, machst du mich sehr wütend. Und das wollen wir nicht. Nein, bist du sicher, dass wir das nicht wollen? Könnte ja zusammenschlagen. Dann müsste man schon sagen, wo der Dr. Quintain ist. Jetzt fliegt das Ding ja. Endlich weiß ich, wie das richtig funktioniert. Weil früher ist das immer so getrudelt beim Fliegen. Jetzt ist das richtig geschmeidig. Ist das herrlich. Jetzt gewinne ich. Ich habe die Schubdüsen nämlich immer falsch aktiviert. Also es ist sowieso nicht gegangen. Und jetzt, aha, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Die richtige Tastenkombination macht das. Meine Oma ist schneller als du, Bretonianer. Aha, deshalb bin ich ja in Führung, ne? In your face. Okay, ich sag dir, was du wissen willst, aber nicht über den Com-Kanal. Wir treffen uns an Deck der Hood. Passt. Treffen wir uns am Deck der Hood. Ich wollte schon sagen, weichst aus? Jo, manchmal ist der Autopilot recht witzig, ne? Danke. Okay, also das Rennen war jetzt doch nicht so schwierig, aber ich habe das glaube ich jetzt mindestens schon zum 7., 8. Mal geflogen. Es war jetzt schon sehr zermürbend, aber ja, wenn man wie gesagt die Schubdüsen falsch aktiviert, dann hat man so wie ein Schlingereierflug auf jeden Fall geschafft. So gut war seit Jahren keiner mehr. Jetzt erzählen Sie von Quintain. Ist er hier? Hier? Nein. Ich sollte ihn noch weiter in das Asteroidenfeld bringen, zu einer verlassenen Bergbaustation namens Glorious. Da hat er sich zusammen mit Piraten verschanzt. Okay. Er sagte, er müsse für eine Weile verschwinden. Mhm. Aber das hast du natürlich nicht von mir. Natürlich. Und wie komme ich dahin? Nimm die alte Handelsroute in das Asteroidenfeld. Aber sei vorsichtig. Die Route ist nicht stabil. Manchmal kommen Asteroiden durch. Außerdem gibt's da ein paar unfreundliche Rheinländer, die auch in diese Richtung unterwegs waren. Auch ein Rennen? Nein, die waren feige. Wenn's nicht klappt, kannst du jederzeit bei uns als Pilot einsteigen, Bretonianer! Wenn ich so ein cooles Raumschiff krieg, bin ich sofort dabei. Kann ich das sonst kaufen? Nee, da gibt's nur die Assel. Na gut, so. Was ist jetzt mein Einsatz? Starten. Okay, aber ja, da das Rennen jetzt sehr zum Üben war, würde ich sagen. Die Suche nach Dr. Quintain heben wir uns fürs nächste Mal auf. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und fährt euch!